herzlich willkommen bei der heutigen Reportage. Es ist 100 Tage her, seitdem wir zuletzt den Besitzer dieses Tempels gesehen haben. Tuan, auch bekannt als Gleichgewicht von GTA. Er hat dafür gesorgt, dass die Mächte richtig verteilt wurden. Doch seit 100 Tagen ist er nicht mehr da. Man hat ihn öfters in Minecraft gesehen, doch hat er GTA 5 vergessen. Diese Fragen klären wir im heutigen Film. Wir haben verschiedene Interviewpartner, ob es seine Freunde oder seine Feinde waren. Viel Spaß! Unsere ersten heutigen Interviewpartner sind die Ballers. Wie das ist ohne Tuan? Man, siehst du nicht hier die Stadt, man? Alles ist hier nice, man. Uns gehört der Tempel jetzt hier. Dreamer, dreh mal rechts. Siehst du, man? Und dreh mal links. Wir haben jetzt das Monopol hier in der Stadt. Ballers for life, Ballers haben übernommen, keiner kann uns was. Und die YouTuber drücken ab an uns, damit es einfach mal klar ist. Und du, Tuan, bleib mal lieber zurück, wenn du wiederkommst, machen wir dich platt, Mann. Das hier ist das echte Leben und kein Blockspiel, du Loser. Als nächster Interviewpartner haben wir seinen allerbesten Freund. Was halten Sie jetzt von der Ausgangssituation, dass Tuan nicht mehr da ist? Boah, ey, Tuan fehlt mir auf jeden Fall richtig. Was würden Sie sagen, wie hat sich Ihr Leben verändert, seitdem Tuan weg ist? Boah, ist gar nicht mehr so entspannt. Erstmal habe ich natürlich meinen besten Freund nicht mehr. Dann muss man sich hier jetzt hier um alle Probleme selbst kümmern. Man wird ständig angegriffen, die anderen Gangs haben keinen Respekt mehr. Das ist total Probleme. Strafzettel kriege ich auch die ganze Zeit von der Polizei. Ja, das ist irgendwie jeder, es läuft gar nicht gut hier. Ich habe kein Geld mehr. Tuan pusht nicht mehr meine Businesses, ist richtig schlecht, seitdem er weg ist. Okay, eine letzte Frage. Glauben Sie, er kommt irgendwann mal wieder? Boah, ich hoffe, Tuan, wenn du das hier siehst, wir brauchen dich. Als nächster liebe Partner ist einer seiner besten Freunde, Russik. Einen wunderschönen guten Tag, Herr Russik. Was machen Sie hier? Wer sind Sie? Ich bin vom National Los Santos TV. Wir machen gerade eine Reportage über... Bin ich im Fernsehen? Ja, genau. Wir machen eine Reportage gerade... Hallo, Mama, ich grüße dich. Mama, ich grüße dich. Wir machen gerade eine Reportage über Tuan. Er ist ja seit 100 Tagen heute ist er weg gewesen. Wie geht es Ihnen ohne Tuan? Also ich sag mal so, ich habe noch nie so viele Wunden gehabt wie jetzt. Ich habe die schlimmsten Erlebnisse gehabt. Ich schaffe es manchmal nicht alleine gegen die Gangs und alles drum und dran und die bedrohen mich und ich bin schon ziemlich stark. Also wenn das Fernsehen ist, ich bin eigentlich schon sehr, sehr stark, aber manchmal fehlt mir eine starke Seite. Wissen Sie, wie ich meine? So, und das war immer Tuan. Falls ich nicht vorankam, war er immer da und jetzt... ist er nicht mehr da, wissen Sie? Also wir haben eine Umfrage gemacht bei der Polizei, beim FIB, beim Militär. Es ist tatsächlich 99% der Leute sind froh, dass er nicht mehr da ist. Sie haben ihn sogar eher als Gefahr für die Stadt gesehen. Wie haben Sie Tuan kennengelernt? Ich habe Tuan als liebevollen, herzlichen, barmherzigen Samariter kennengelernt. Er ist immer da für einen und unterstützt sich, egal wie es ist. Und egal wer dafür im Weg ist, der wird auf jeden Fall vom Weg weggeschubst. Wenn ich das so sagen darf, wenn Sie verstehen. Eine letzte Frage nochmal, ja? Ja? Jetzt ist es 100 Tage her, dass Tuan das letzte Mal in GTA 5 war. Haben Sie Hoffnung, dass er wiederkommt oder haben Sie aufgegeben? Also ich weiß nicht, ich habe ihn schon echt vermisst, aber wenn du das hörst, Tuan, komm zurück, Mann. Wir brauchen dich und ich vermisse die Sonnenenergie und alles. Warten Sie mal. Einmeldung, zurück zum Studio. Wir haben gerade eine Einmeldung bekommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Irgendwas soll über den Ballers passieren. Was wird hier passieren? Wir haben einen Geheimtipp bekommen. Okay, die sind ganz normal da, die feiern. Was soll denn jetzt hier passieren? Ist hier irgendwas los? Oh mein Gott! Oh mein Gott, Raketenwerfer! Tuan's Tempel wird angegriffen! Oder Ballers Tempel, was sagt man dazu? Wer kann dafür verantwortlich sein? Ist es derjenige, der den kann? Wir schalten zu, das ist Abbruch der Reportage! Lange ist es her. Lange ist es her. Oh! Hallo, du hast getan, dein Video auf Kanal von Amiatico Fans geht. Mein Name ist Tuan. Ihr glaubt, der eine oder andere kennt mich noch von früher oder habt ihr mich wieder vergessen? Jetzt mal spulen! So, ich glaube, mein Ente pfeifen hier. Was waren diese Lecks? Boah, ist ja mein Tempel! Ich hoffe, die haben nichts leckig gemacht. Aber meine Freunde, ja, ich weiß, ich war lange Zeit nicht mehr da, aber sind wir mal ehrlich, Leute, meine Freunde waren irgendwo übel woanders. Ich hab mal meine Freundin geguckt, ja? Aber ich hab mitbekommen,
Hier geht es wieder ein bisschen ab in Los Santos. Deswegen solltet ihr unbedingt ein Abo dalassen, um nichts mehr mit Los Santos Action zu verpassen. Aber ich habe gemerkt, die Stadt hat sich verändert. Und ich glaube, der ein oder andere hat mich vergessen. Und ich habe auch gleich in die Reportage geguckt. Weil die Jungs, die vermissen mich. Was sehr gut ist, Leute, die werden wir heute überlassen, auf jeden Fall. Aber ich muss mich ein bisschen ums Business kümmern. Ich habe wohl ein bisschen Zeitvernachlässigung gemacht. Deswegen, Leute, mein Tulus ist auch nicht mehr hier, Leute. Die Musik hat wieder importieren lassen. Aus Minecraft wieder hierhin. Deswegen, wir machen jetzt auf ganz Oldschool-Basis. Ich werde mir ganz kurz ein Auto klauen. Da muss ich zu meiner Base fallen, Leute. Wir lösen uns natürlich aus, Leute. Und dann, wir müssen mal vorbeisauen bei den ganzen Leuten, die mich vergessen haben. Ich glaube, ihr habt irgendwie mit dem Falschen angelegt. So, Leute, wir gucken mal ganz kurz nach einem Auto hier. So, du Smallsport-Auto. Aussteigen hier. No, Dame. Nee, du bist ein Herr. So, los mit dir, du Smallsport. Du steig aus. Ah, besser ist. So, Leute, wir fahren jetzt rüber und werden uns auslösen. Es wird wieder Zeit für ein Tour-Tag! So, meine Freunde. Ich glaube, das Lex Smallsport-Auto. Kein Bock mehr davon. Ja, guck mal, Leute, die Flau hat mich wieder erkannt. Ja! Ah, ich sag euch ehrlich, Leute, es tut gut, hier in GTA Hitland zu sein. Endlich sind alle wieder normal, es keine Blöcke mehr und so und nicht mehr so viele Swisslinge. So, wir gehen ganz kurz hier und werden unsere Waffe wieder auslüsten. So, meine Freunde. Ah, tut das gut, wieder eine Minigun in die Hand zu haben. Und ich sag euch ehrlich, ich muss sie wieder ausprobieren. Oh, wir haben 6 Meter, haben wir unseren Tunnel noch ab, Leute. So lange haben wir einen 6x6 Ullus. Und werden mal ganz kurz den Leuten Besuch abstatten, die wohl gedacht haben, dass ich nicht mehr wiederkomme und die vergessen haben, was es bedeutet, wenn man Regel Nummer 1 bläst, legt ihr niemals! Und ich meine wirklich niemals! Mit Duan an! Let's go! So, meine Freunde, es wird an der Zeit, den Leuten mal wieder einen Besuch abzustatten, ne? Ganze Zeit mich dies zu respekten, um meine Freunde anzugreifen! Oh. Guck mal, die haben keine Ahnung, dass ich das bin. Und die denken, bestimmt irgendeiner mit einem Tulus oder einem Ulus will kommen. Wie ist das denn, Mann? Sie sind richtig, Jungs? Jungs, sie sind richtig? Oh mein Gott! Ja! Lauf! Lauf, meine Freunde! Ja! Was macht das Spaß? Ihr habt euch angelegt. Das ist für Lüsse! Bleib liegen, du Smallspur. Und das, meine Freunde, ist für Max! Oh, kommt her, kommt her, kommt her, du! Da! Komm her! Ihr habt gewagt, meine beste Freunde anzugreifen! So, Leute. Ah. Oh, da bist du noch da? Oh, bin ich noch gut. Tut mir leid. Oh. Ja. Ich hab mehr von euch Smallspulen erwartet, aber... Ja! Tuan auf die Hand! Meine Freunde, merken euch das. Hä? Ihr denken, ihr könnt euch anlegen? Ihr denken, ihr könnt den GTA für euch übernehmen? Nein, Leute, GTA gehört uns allen. Wir werden alles Spaß haben und ich werde dafür sorgen, dass die Spielregeln eingehalten werden. Ansonsten, ihr kommt vorbei. So, Leute, aber... Wir müssen natürlich jetzt unsere beste Freund besuchen, Leute. Ich hab's gesehen. Max! Max! Lass sie liegen! Max, ich komme! Oh, meine Leute, so lange her, dass ich Max gesehen habe. Was ist da denn los? Max hat ihr noch... Wo ist mein Geld? Steh auf, Junge. Steh ich auf. Hab doch gar keine Autos mehr hier. Ich hab kein Geld verdient, weil ihr mir alles weggenommen habt. Ey. Oh nein, jetzt kommt noch jemand von deinen Jungs. Boah, ey, Jerry, bist du's? Tuan? Oh Gott, der ist schon wieder zurück. Aber ich hab von dir gehört, Mann. Die Geschichten gesagt. Max? jetzt hast du echt verkackt. Geht es dir gut, Max? Ah, nein, es geht mir überhaupt nicht gut. Ich muss die ganze Zeit Schutzgeld zahlen an diese Ballers-Idioten. Ja, Mann, die haben das damals erzählt. Das ist doch nicht, das wäre nur eine Legende. Du hast meinen besten Freund angegriffen. Was hältst du hier aus, Mann? Denkst du, deine Süße macke mir was? Haha, Tuan, jetzt schnapp ihn dir. Ja, komm her! Ja! Max. Ja? Es tut mir leid, dass ich so lange weg war. Alles gut, wir waren ja auch lang weg. Gut, dass du jetzt wieder hier bist. Natürlich bin ich wieder. Oh, Max,
Soweit ist der. Dieser Laden ist ab sofort von Truhen geschützt! Ja! Jeder, der sich nur falsch anguckt, wird platt gemacht! Ja! Ja, sehr gut. Also, was ist Regel Nummer 1? Niemals mit Touren und iCrimex anlegen. Ja! Das liebt ihr bis zur Jüpp! Aber ich muss noch ein paar Geschäfte erledigen. Ich glaube, Leute haben vergessen, dass ich noch existiere. Ja, ich glaube auch, dass das einige vergessen haben. Sehr gut. Max! Ich lass mein. Gut bei mir, danke, mein OP-Tonus wird noch wieder zu dir glatt rüber transportiert. Kannst du den wieder fliss machen? Ich mach den natürlich frisch. Du bist der Beste. Gut, ich hab dir wieder 10 Millionen überwiesen. Tschüss. Oh, danke, tschüss. Ja! Meine Freunde, ist das schön, wieder Max gesehen zu haben. Oh, warte mal, Handy? Lustig wurde glatt in Polizeigewahrsam geplagt, weil er beim Autoklauen erwischt worden ist. Was habe ich den Polizisten immer gesagt? Wenn sie lustig erwischen, sollen sie wieder fly lassen. Die könnten ihn gerne jagen, aber... Warte mal, ich glaube, die Polizei auch vergessen, dass ich nicht mehr da bin. Da müssen wir mal wohl zum PD fallen und mal da meinen guten Freund Lustig rausholen. Ich glaube, er hätte pfeifen. Was denken diese Schülerlutze, wenn die sind? Ich glaube, es wird wieder Zeit, dass ich die zum Mittagspost hinsicke. Die kleinen Donuts. Leute, wir fahren über und helfen jetzt Lustig. So, meine Freunde, wir sind angekommen. Wir gehen mal ganz kurz hier rein. Hey, du! Hey, guten Tag, zwei Mann. Kaffee, vier Donuts und die Zelle. Zu Lustig, ich muss jetzt zu dem. Hey, stopp, eine Sekunde, hey. So, Sie wollen also zum Gefangenen Lustig, hä? Huh? Ja. Ah, okay, und wer sind Sie? Hast du neu hier angefangen, oder was, hä? Ja, ich bin neu hier. Hast du erst hier Falschpack aufgeschrieben und jetzt bist du befördert worden zum Pilotin. Ich bin Touren, lass mich jetzt hier durch. Touren, okay. Und warum sollte ich dich einfach durchlassen? Bist du mit dem Angeklagten entweder verwandt oder der Anwalt oder was bist du? Ich bin alles, Anwalt, Lister. Ich bin alles, was du willst. So funktioniert das hier nicht. Ja, kann ich bitte einmal Ihre Anwalts... Hey, hallo. Du. Ich brauche einmal Ihre Anwaltsausweis, ja? Gib mir eine Zelle. Okay, ich werde jetzt das Feuer öffnen, wenn Sie nicht stehen bleiben. Okay. Was willst du öffnen? Einmal zu, Kleiner. Verdammt, hä? Hab ich doch gedacht. Was ist das? Oh, die Zelle. Wo sind jetzt die Zellen? Ich hab wieder umgebaut. Hey, sie muss dann stehen bleiben, ne? Das geht so nicht. Wie, was geht nicht? So. Ich muss hier leider das Gesetz durchziehen. Ja gut, mach mal. Keine Zeit für dich. Mein Freund wartet auf mich. Lass ihn! Der hat gar keinen Respekt vor mir. Lass ihn! Du, komm, schließ auf! Ich kann den hier nicht rauslassen, geht nicht, nein. Dann verliere ich meinen Job. Lustig, was ist los mit dir? Du hast mich so viel elektro-schockt, dass ich... Warte mal, gut, das hat er verdient. Der Nerv ist da eingeklemmt, so... Oha, was war das? Tour, du bist ja wirklich da, hä? Was geht ab, mein Freund? Ich bin gekommen, dich wieder rauszuholen. Warte ganz kurz. So. Alter. Okay, komm, bleib mit ihnen. Wie? Das geht nicht. Ich kann nicht. Verhalten ihres Dienstes, ab in den Knast. Ab in den Knast mit ihnen. Alter, die haben mich so zu kaputt geschockt, Mann. Ich konnte nichts mehr machen. So. So machen. Kann ich den auch tasern, so wie er mich getasert hat? Verdammt, wer bist du? Warum kann ich dich nicht abknallen, ne? Du, weißt du noch, was du mit mir gemacht hast, hä? Weißt du doch? Viel! Ja, jetzt zappelst du, dann zappelst du. Guck mal, wie der zappelt! Guck mal, wie der zappelt. Und nochmal. Voll ins Gesicht! Peng ins Gesicht! Weiter, zappelt immer noch. Und noch einmal. Weiter. Oh mein Gott. Ja, zappelt. Oh, aua. Oh, da sieht's messerhaft aus. Nochmal. Das haben die auch mit mir gemacht. Er hat doch fast der Kuss abgedrückt, lustig. So, und nochmal. Ich glaube, das reicht, oder? Ja, das reicht. Guck mal, der zappelt so wie ich vorhin. Ja, sehr gut. Hat er verdient. Turn. So, er hat fast Deckung gelaufen, wir müssen gleich Polizei kommen. Nee, geh du oben, Haupteingang raus, ich muss hier raus und lenk die alle ab. Okay, danke, Touren. Kein Ding, Lustig, ich bin wieder da. Ah, Lustig! Alter, freut mich, Mann. Ich hab mitbekommen, du hast 5 Millionen in den letzten 100 Tagen verloren an Schutzgeld. Ich hab dir 20 wieder gesickt. Danke, Touren, du bist kein Problem. So, Leute, wird mal Zeit, die Polizistin ein bisschen abzulenken, dass Lustig hier nur abhauen kann. So! Oh, guck mal, Leute! Touren ist da! Jappadappadu!
Leute, ich glaube, irgendwie merkt ihr das. Selbst die Polizei sickert Verstärkung, um mich aufzuhalten. Ich glaube, mein Eltern pfeifen. Was denn hier los? Ich dachte, hier gibt es zwei, drei Helden, die denken, die können sich wirklich mit Toren anlegen. Aber die versuchen wirklich, mich Platz zu machen, Leute. Ich glaube, wir müssen mal ein ernstes Wirk hier mit Präsidenten reden. Wir gehen mal ganz kurz über zu Präsidenten. Leute, ich glaube, mein Ende pfeifen. Es wird Zeit, dass wieder Palaglav Tuan in Kraft tritt. Ihr fragt euch, was das ist? Das ist ihr Fallengleis. So, meine Freunde, wir sind hier oben. Ich habe mitbekommen, der Präsident hat hier ein kleines Geschäft zu tun. Ich glaube sogar ehrlich, ein bisschen illegal, aber mir egal. Wir wollen natürlich hier nur Palaglav Tuan einwickeln. Und Palaglav Tuan hat was mit meinem Freundin zu tun. Stefan! Tuan? Tuan, was machst du denn? Kommen Sie dem Präsidenten nicht zu nahe, Sir. Alles gut, Jefferson. Alles gut, lass ihn durch. Okay. Aus der Seite. Tuan, komm mit. Stefan. Wie lange ist es her? Ah, ich weiß Jefferson, es. Jefferson, geh ein paar Schritte weg. Das ist ein Gespräch unter vier Augen. 100 Tage ist es Tuan. Her, ja, ist länger her, ja. Weißt du noch, damals, als du kandidiert haben, wer hat dich unterstützt? Ja, ich weiß, Tuan, du hast mich immer unterstützt. Wer hat dafür gesorgt, dass dein Konkurrent, der mehr Stimmen hatte als du, dass er nicht zur Wahl erzielen konnte und damit du automatisch gewonnen habe? Tuan, ich weiß, was du alles für mich getan hast und ich habe auch vieles für dich getan. Ja, ich weiß. Wir können über Paragraph 1 reden, was du eingefüllt haben, aber irgendwie... Ich sag dir ehrlich, seid ihr Politiker so, dass ihr das nicht ernst nehmt mit eurem Wort? Ich komm wieder, Paragraph 1 ergibt mir keinen Sinn mehr. Ja. Es war niedergeschrieben, dass all meine Freunde, egal was sie machen, ob es illegal ist, ja, sie werden nur gejagt, aber niemals eingebuchtet oder bestraft. Sie werden immer entkommen können. Aber irgendwie habe ich gerade einen meiner besten Freunde aus dem Knast rausgeholt und der andere wird durch Schutzgeldgasse erpresst. Und die Polizei hilft ihm nicht. Darf das ohne Ende? Ja, ich, Tuan, ich habe ein bisschen, ich muss das leider von meiner Partei, ne? Ich konnte das leider nicht mehr durchsetzen. Die Warte Zeiten mal. Haben sich geändert, ne? Du warst weg, ich musste da leider, ne? Stefan, das Einzige, was sich ändert in der Zeit, ist vielleicht meine Laune. Alles andere, was ich bestimme, was ich abmache, ist Gesetz! Und Tuan. Du weißt, was ich hab dafür, dass du Palaglav Tuan einhältst. Lass ich dich in der Stadt atmen, ich lass die Stadt überleben, ich lass dieses, was ihr habt da, diese, was nennt man das, Demokratie? Es gibt nur noch die Tuan-Klatie. Haben wir uns verstanden? Tuan, hör mal zu, du warst 100 Tage weg, die Zeiten haben sich geändert. Die Zeiten haben sich geändert. Ich kann leider nichts mehr für dich tun. Weißt ich du was? Muss weitermachen. Stefan, Jefferson, wir fahren das. Weg. Nein, ihr fahrt nicht weg. Jefferson, wir fahren weg. Nick mit Tuan! Nein, Stefan! Schnappt ihn euch! Ja! Lasst uns ein bisschen Spaß haben, ihr Leute! Zeigt, was ihr könnt! Oder werdet fallen! Leute, packt ihn! So. Beschützt den Präsidenten! Der Präsident soll beschützt werden, Leute. Habt ihr das gehört? Diese Angst! Ha! Sir! Und den müssen wir uns snappen, den Präsidenten. Oh, wir müssen schnell ins Polizeiauto steigen. Leute, ich glaube, den werde ich so lund machen. Oh, was ist das denn hier? So, weg aus dem Wickel. Oh, das ist... Oh, das ist gar nicht der Präsident, meine Freunde. Das wäre jemand anderes. Komm mal hier. Ich glaube, der will wirklich hier. So, den haben wir weggemacht, Leute. Wir erwarten kurz den Präsidenten. Der hat nicht gezeigt, dass ich den Zip implantiert habe früher. So, Leute, jetzt wird mal der liebe Präsident von der Polizei gejagt. Oh, Leute, dort ist der. Wir werden uns den snappen. Oh. So, ey, Präsidente, aussteigen! Verdammt, Tuan! Aber schlecht, eigene Dinge erledigen sich. Andere Dinge ändern sich. Präsidente! Danke für Ihren Dienst. Auf Wiedersehen! Ja!
Meine Freunde, wie wir gesehen haben, die Stadt muss aufgeräumt werden. Es hat sich viel verändert. Doch eins ändert sich niemals. Und zwar, Lager Nummer 1, leg ich niemals mit Duan an! Leute, wenn euch mein Comeback gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Und wenn ich wieder öfters hier ein bisschen sauber machen soll und mich wieder um die Stadt kümmern soll, in GTA 5, lasst gerne ein Abo da. Bis zum nächsten Mal, euer Duan. Set Jungs ab in den Videobeschreibung. Tschüss!